Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Da denkt man an nichts Böses. Läuft so irgendwo entlang. Moin zusammen erstmal. Und dann kommt da so ein Schaufenster. Was für ein Prachtstück. Hier scheint wohl einer in Arbeit zu sein. Strichachter. Pagode. 124er, dahinter B111 meine ich. Tja, ja. Schick. Ein hübscher. Ja, heute kommen wir mal zu einem Thema, da habe ich versprochen, dass ich da mal was unternehme, beziehungsweise zeige, was ich da mache. Ja. Kennt ihr das auch? Mich stört das wahnsinnig, wenn die Wischerarme so korrodiert sind. Ich hole mich mal näher ran. Ja. Diese Geschichte. Ich meine, der Wagen hat 500.000 Kilometer runter. Ja. Dann bleibt das natürlich nicht aus. Ne? Aluminium, Stahl, ja, Gemisch. In Sachen. Ja. In Sachen Material. Ne? So. Als allererstes stellen wir hier fest, dass der Wischer hier falsch montiert ist. Der ist hier unten schon auf dem Gummi. Der da drüben auch. Das bedeutet, die sind zu tief montiert worden. Oder, ja, obwohl, der hat einen neuen Wischermotor mal gekriegt. Vielleicht sind die einfach falsch eingebaut worden. So. Aber im Normalfall machen wir Folgendes, weil wir die Wischerarme demontieren müssen. Und kleben uns entlang der Wischer. Immer schön parallel zu den Wischern, ja, kleben wir uns das hin, damit wir die passend wieder einbauen können. Die Position ist wichtig, ansonsten stehe ich da drüben gegen die A-Säule oder hier unten auf das Plastik. Das ist spätestens bei Starkregen ist das dann richtig nervig, wenn der dann schnell läuft, schlägt der auf. Deswegen, Abklebeband ist immer gut, wenn man es da hat. Jetzt haben wir beim Lupo hier und hier unten die Achse. Ne? Nehmen wir einen kleinen Schraubendreher. Da sind so Kappen drauf. Hier unten ist so eine kleine Nase. So, einmal. Zweimal. Meistens sind es 13er. Bin jetzt schon gespannt, ob es hier auch 13er sind. Das sind 13er. Ja.
Die Muttern lassen wir hier oben liegen. Hm? In der Regel sind auch keine Unterlegscheiben drunter oder sowas. Ja. So, jetzt schließen wir die Haube wieder. So. Zum Entfernen der Wischer, Arme, klappen wir die hoch. Es gibt auch spezielle Abzieher dafür, ne? Also, habe ich jetzt nicht da. Einmal. Nicht wahnsinnig dran rumreißen, ne? Nicht abreißen das Ding, weil hier hinter sind auch noch die Wellen, wo eure Wischer angetrieben werden. Deswegen ruckeln ja, aber nicht biegen. Ein kleiner Schlag mit dem Schonhammer kann irgendwie auch gut helfen. Schonhammer, ne? Nicht Vorschlaghammer. Also, ganz vorsichtig, ne? Also nicht drauf rumhämmern, lieber Hämmer. Ja. Der war schwach. Gut, jetzt haben wir die beiden Arme hier. Natürlich werden die gesandtstrahlt, ne? Sieht man ja, die einzelnen Aufschläge. Das Auto ist ja auch nicht langsam. 170 läuft der Serie. Das bedeutet, jetzt entrosten wir das Ganze. Hier ist er richtig angegriffen. Ne? Ja. Gut. 600er Papier, würde ich sagen. Ja, das ist noch Schleifpapier vom Dach, ne? Was vom Dach übrig ist, also nicht sofort alles wegschmeißen, das kann man nochmal gebrauchen. So schnell verbraucht sich das nicht. Mal eben kurz so, einmal umriegeln. Mal überall blankes Metall haben. War es das eigentlich schon? So viel kannst du da nicht machen. Ja. Hier oben noch den Kopf. Ja. Das reicht uns als Ausgangsbasis. Ne? Wir müssen da nicht polieren oder sowas. Nur den Rost entfernen. Sieht man hier ganz gut. Hier ist jetzt noch Rost. Wir wollen ihn nur loswerden, mehr nicht. Ich glaube, die sind ab Werk Pulver beschichtet. Nagelt mich nicht drauf fest. Irgendwann ist es aber auch mal vorbei. Ne? Dann wird das unterwandert, etc. etc. Und dann ist einfach nichts mehr da.
Auf der Innenseite nehme ich gleich eine Drahtbürste. So, Drahtbürste. Einmal. Zweimal. So, und passt das. Ja, jetzt haben wir natürlich alles mit fertigen Pfoten angefasst. Jetzt wird das einmal kurz entfettet. Hier wieder Aceton, ne? Das passt immer ganz gut. Hier müssen wir hinterher ein bisschen fetten, ne? Das ist eine Mechanik, wenn die schwergängig ist, diese Feder, beziehungsweise ne, dieser Anpressdruck, das erzeugt den Anpressdruck des Wischers. Wenn die Mechanik nicht funktioniert, dann fangen eure Scheibenwischer an zu wrubbeln. Das nervt tierisch. Manchmal ist das Rubbeln aber auch einfach nur ein Problem mit der Einstellung dieses Kopfes. Manchmal geben die irgendwann nach, dann musst du die zurückbiegen, damit diese Gummilippe vernünftig aufliegt. Dann ist das Rubbeln weg. Hatten wir mal im Land Rover. Mein Gott, hat das genervt. Bis ich einen Tipp gekriegt habe, so von wegen, bieg doch mal bitte diese Augen zurück. Also dieses hier. Ne? Und weg. Gut, das hängen wir jetzt auf, damit wir von allen Seiten da Zugang haben und dann geht das weiter. Da nehmen wir jetzt natürlich nicht den Löwen, ne? Das ist Aluminium. Das wäre Perlen vor die Säue. Da ist das Zeug hier besser. Die Feder bitte auslassen. So, jetzt können wir das hier drehen, relativ bequem. Die Unterseite lassen wir sein. Ne? Also nicht da, wo die Feder ist, bitte. Also klar, die Unterseite machen wir, aber hier, wo die Feder ist, da bitte nicht hinterher sprühen. So, den lassen wir erstmal kurz antrocknen. Dauert nicht lange. Trocknet sehr schnell das Zeug. Das machen wir dann hinterher mit dem zweiten auch. Ich zeige es nur an einem, ne? Andere Seite gehen. Wie gesagt, ne, man muss ein Auto nicht unbedingt wegwerfen. Man kann sich Bauteil für Bauteil vornehmen und gucken, dass es länger hält. Was dann so an so einem Wischerarm kaputt gehen. Ne? Man kann alles wieder gangbar machen, die Feder und hier oben das Scharnier. Ne? Das kann man wieder gangbar machen und dann hat man, das ist ein Wischerarm. Ne? Aber auch darüber habe ich schon Schauergeschichten von Werkstätten gehört. Ah, die müssen neu. Ich habe noch nie einen neuen Wischerarm eingebaut. Ich weiß nicht, wo die diese Defekte herholen. So, ich glaube, das reicht. Es ist komplett abgedeckt mit Rostschutz. Ach so, zeigen. Ne? Rostschutz Haftgrund nennt sich das. Duplicolor.
Ist ganz gut. Das bereiten wir schon mal schwarz matt vor. Ordentlich aufschütteln. Heute war es warm genug, also die Farbe ist eigentlich relativ geschmeidig, aber es glänzt mir noch zu viel. Es muss noch ein bisschen durchtrocknen. Ist auch noch ziemlich warm hier. Dafür staubt es auch relativ wenig. Das Gute ist, diese schwarz-matten Lacke sind auch relativ schnell im Ablüften. So, jetzt glänzt das Ganze noch. Bedeutet, sollen wir ein bisschen warten, bis wir die nächste Schicht draufpacken. Machen wir das in zwei Schichten, ne? So, jetzt Zeit für die finale Schicht. Ja, sieht gut aus. Der andere liegt hier schon. Sieht gleich mal dreimal besser aus. Ne? Muss ja auch nicht alles vergammeln. So, den bauen wir jetzt wieder ein. Mal gucken. Einfacher ist es natürlich jetzt, das Wischerblatt sofort mit zu montieren. Ne? Ja, wir sehen die Abklebungen, die wir gemacht haben. Ja. Sehen wir gleich. So. Bei der Gelegenheit gucken wir uns den Wischer auch gleich mal an. Ah, der sieht gut aus. Einmal dran vorbeifühlen, ob es irgendwelche Kerben gibt. Das sind hier die Schlieren auf der Scheibe. Ja, das passt so. Gut. Den montieren wir auch gleich. Und jetzt wissen wir ja, wo der vorher war. Jetzt gehen wir auf die Welle. Nur in diesem Fall wissen wir, dass er zu tief gesessen hat. Also wir wollen eine Ruhestellung ungefähr hier haben. So, jetzt klappen wir den hoch auf der Position. So finde ich das gut. Ist nicht ganz so tief wie vorher. Ne? Also der hat hier vorher schon aufgeschlagen auf dem Plastik.
Ziehen wir den zweiten. Auch auf die Welle setzen. Hier saß der relativ gut. Ja. Das ist eine gute Gelegenheit, die Wischer mal auszurichten. Ne? So, Haube auf. Die Mutter haben wir hier noch liegen. Können wir direkt hier aufsetzen. Ah, der sitzt noch nicht ganz gut. So. Das sieht gut aus. So, dann wollen wir mal gucken, ob die ganze Aktion Erfolg hatte. Na, da sitzt immer noch ziemlich tief. Naja. Können wir ja nochmal nachstellen. Weil testen müssen wir den ganzen Kram jetzt auch noch. So, und als letzte Amtshandlung quasi, wollen wir mal gucken, dass der Wischer auch länger hält, beziehungsweise ne, besagte Feder. Wie gesagt, das schäumt einmal kurz auf und dann wird es relativ schnell steif. Unbedingt den Lappen drunter legen, ne? Das möchtet ihr nicht auf der Scheibe haben, das ist richtig eklig. Ja, danach können wir das Ganze abwischen. Ein paar Mal hin und her. So. Dann stimmt auch der Anpressdruck wieder, ne? Das haben wir ganz oft bei Heckklappen. Haben wir das gehabt, dass die irgendwann nicht mehr vernünftig gewischt wurden, weil dieser Heckwischer nicht mehr angepresst wurde. Kann man durchaus mit Pflege verhindern. Ne? Also, wer das noch kennt vom Golf 4, dass die, ja, VW ist irgendwann mal auf die Idee gekommen, die Wischerdüse quasi auf der Wischerwelle zu platzieren, musste natürlich, die Wischerwelle musste hohl sein und irgendwann geht dieser Motor fest. Ne? Einmal im Jahr zerlegen, sauber machen, fetten und ihr fahrt mit diesem Wischer ewig und drei Tage. So. Ist ja auch keine schlechte Idee mit dieser Wischerwelle, aber wie gesagt, ist halt anfällig und irgendwann habt ihr die Heckklappe vor allen Dingen. Die Heckklappe, das ist ganz wichtig. Hm? Golf 4, Heckklappe durchgerostet, kennt ihr alle, ne? Genau das ist das Problem. Diese Dinger werden undicht. Und lange bevor die Welle frisst, habt ihr das Problem, dass diese ganze Suppe, und das ist ziemlich aggressiv, Scheibenreiniger, gerade im Winter, diese Flüssigkeit, Frostschutz etc., sitzt unten in der Heckklappe und arbeitet vor sich hin. Das fängt rund um den Wischer, um die Wischerwelle an
Und unten in der Heckklappe arbeitet das Zeug natürlich auch. Und dann habt ihr irgendwann die Heckklappe durchgerostet. Ist beim Golf ganz oft. Golf 4 Variant und auch der normale Golf. Ne? Immer drauf achten. Wenn der Heckwischer irgendwann anfängt, schwerfällig zu gehen, ran da. Ne? Am besten vorher schon regelmäßig pflegen. So. Ich würde sagen, die Wischer haben wir wieder schick. Die sehen gut aus, die Wischerarme. Funktioniert auch alles. Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Video.